Begrüßen Sie den Wirtschaftspsychologen Professor Dr. Dieter Frey zu seinem Impuls Psychologie des Neuanfangs, wie Veränderungen im Leben gelingen. Die Psychologie des Neuanfangs, Leben ist ein permanenter Wechsel. Und zwar einerseits evolutionär bedingt, selbstinitiierte Veränderungen, externe Ereignisse erzwingen Veränderungen. Und wir haben eben gesehen, die Veränderung kann eine Chance, aber auch eine Bedrohung sein. Und Erfolgsfaktoren sowohl auf der Individualebene wie auf der gesellschaftlichen Ebene sind, wenn Sie bei diesen Fragen überwiegend mit Ja antworten. Egal, ob Sie jetzt eine Operation machen müssen, einen Neuanfang machen müssen, Sie werden sich immer die Frage stellen, macht es Sinn? Warum und wozu? Ist es wirklich notwendig? Ist es unvermeidbar? Ist der Leidensdruck so groß, dass ich mich ändern will und muss? Was sind die Kosten? Verbessert sich wirklich der Status quo? Gibt es noch bessere Alternativen? Und insofern ist der Wandel immer mit Perspektivenwechsel verbunden. Das heißt, ich muss mich reindenken, oft in ganz andere Welten. Und natürlich ist ein Wechsel immer mit Entscheidungen verbunden. Sie haben meistens unterschiedliche Optionen, entweder selbst erzeugt oder fremd erzeugt, sodass sie immer auch vor Entscheidungen stehen. Und jede Entscheidung eröffnet neue Möglichkeitsräume, schließt aber auch Möglichkeitsräume. Und es gibt nun viel Forschung über Entscheidungsumsetzung. Da gab es sogar einige Nobelpreisträger, die sich damit beschäftigt haben. Sie haben also eine Entscheidung gefällt, den Standort zu wechseln, ein Start-up zu gründen, wie auch immer. Es ist immer ein Muddling-Through-Prozess, ja, ein Durchjonglieren. Es ist oft verbunden, das war Simon zum Beispiel, mit Verlustrealisierung. Sie müssen oft Verluste realisieren. Das ist für viele Menschen oft schwierig. Man startet mit einem Maximizing-Prinzip, ich will das maximal erreichen. Denkt dann, der Aufwand, Ertrag, muss ich umdefinieren, Optimizing-Prinzip ist gut. Realität, so sagt Simon, ist das sogenannte Satisfying-Prinzip, dass man gerade noch zufrieden ist. Aber sehr oft ist es auch Non-Satisfying, ja? Sie sind unzufrieden. Und trotzdem werden sie weitermachen. Ja? Und das heißt, es ist immer ein Umgang mit suboptimalen Bedingungen. Und rechts habe ich geschrieben, ich behaupte, Leben und Veränderungen sind oft ein Management von Enttäuschungen bei sich und auch bei anderen. Ja? Das heißt, es geht um erfolgreiche Affektevaluation und Affektänderungen, damit man einigermaßen gut durchs Leben kommt. Gerade auch in der Wirtschaft muss man ja permanent sich in Frage stellen, was will der Markt, wo muss ich innovativ werden in Prozessen, Produkten und Dienstleistungen. Und da ist immer Mut und Risiko verbunden und keineswegs eine Garantie, dass es erfolgreich ist. Oft muss man Entscheidungen revidieren. Weiterhin kommt bei Change zwei Dinge dazu, was sind neue Anforderungen beruflich und privat und habe ich die Ressourcen. Und wehe, wenn da eine Imbalance entsteht, dann entsteht Krankheit, Burnout, innere Kündigung. Also das heißt, ich muss immer auch auf diese Balance achten. Ein ganz weiterer zentraler Aspekt, ob Änderungen gelingen kann, ist die Passung. Passt die neue Aufgabe, die ich möglicherweise übernehmen will, passt das zu meiner Vision, zu meinen Werten, zu meinen Zielen, zu meiner Persönlichkeit? Das ist ganz wichtig, die Forschung zeigt, wenn die Passung nicht da ist, ist es verdammt schwierig. Schon Konfuzius hat gesagt, mache Dinge, die du gerne machst, dann brauchst du nicht mehr arbeiten. Weil in der Zeit kommt Energie eher zu. Das heißt, ganz zentral ist, passt das zu mir. Ja? Und das heißt, nach Kant werden sich da immer drei Fragen stellen müssen. Was kann ich, was will ich, was muss ich? Also was kann ich, was sind meine Potenziale, Talente, Kompetenzen? Habe ich genügend Systemkenntnis? Wie funktioniert der Markt? Wie funktioniert das andere Land? Was will ich? Was sind meine Sehnsüchte, meine Träume? Aber auch was muss ich? Ich habe Pflichten. Ja. Und nun ist natürlich die zentrale Frage, wie kommen Menschen mit diesem Change zurecht? Und ganz wichtig ist, diese bisher genannten Punkte zu berücksichtigen. Ist die Passung zum Beispiel vorhanden? Das ist nun ganz entscheidend. Welches Ausmaß an sogenannten psychologischen und sozialen Kapital haben Menschen? Also was ist die, ja, ich nenne es mal die affektiv-kognitive Landkarte, mit der die Menschen durch die Welt gehen bei Wechsel?
Also sind sie geprägt zum Beispiel durch das psychologische Kapital mit Optimismus, positivem Denken, Selbstwirksamkeit, ich kann Dinge selber verändern, ich habe Selbstvertrauen zu mir, ich werde das schon schaffen, auch bei Niederlagen halte ich durch, Herausforderungsdenken, die Hoffnung gebe ich schon gar nie auf, ich habe Wissen und Perspektivenwechselfähigkeit, weil ich mich in ganz andere Welten reindenken muss und ich bin belastbar und frustrationstolerant, das psychologische Kapital. Genauso aber auch das soziale Kapital, nicht? Also Erleben und Verhalten ist eine Funktion von Person und Umwelt. Gelingt es mir, Mentoren, Berater, Netzwerk, Familie, Freunde zu aktivieren? Habe ich die? Bekomme ich soziale Unterstützung, informativer Art oder auch emotionaler Art? Suche und erhalte Feedback. Jeder ist sich selbst der Blindeste, sage ich oft. Ich muss also deshalb gerade bei Änderungen Feedback suchen. Und natürlich ist auch wichtig, dass andere einem Wertschätzung und Anerkennung geben. Natürlich ist auch noch genauso wichtig finanzielles und institutionelles Kapital. Also gibt es Rahmenbedingungen. Ganz zentral ist, diese Dinge sind nicht Gott gegeben. So nach dem Motto, einer geht positiv oder der andere negativ durch die Welt. Teilweise kann man selber an sich arbeiten, also Selbstinstruktion nenne ich das. Und natürlich sehen Sie auch die Aufgabe, die Erziehung und Führung hat, das sogenannte psychologische und soziale Kapital zu aktivieren. Dass man sagt, okay, ist alles wirklich so negativ, kann sich nicht selber viel daran verändern. Forschung zeigt, dass also diese Faktoren sehr zentral sind, wie Menschen mit Change zurechtkommen. Forschung zeigt weiterhin, dass die Leute, die hohes psychologisches Kapital haben, also Selbstwirksamkeit und Optimismus, dass die auch eher Eigeninitiative ergreifen, also proaktives Verhalten zeigen, ihre Qualifikationsniveau dauernd erweitern, die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel haben, dass sie sich umschauen, Gelegenheiten und Möglichkeiten suchen, erkennen und ergreifen. Die sind nicht passiv, sondern die sind aktiv und dass sie durch lebenslanges Lernen prädestiniert sind. Nun will ich Ihnen am Schluss noch zwei weitere Folien zeigen. Das war jetzt überwiegend Theorie. Wir haben vor vielen Jahren Forschungen gemacht. Wie lange bleiben Menschen im Krankenhaus nach schweren Unfällen? Unfall kann jedem passieren, egal Berufsunfall, Verkehrsunfall. Und es ist nicht zufällig, und ich kann Ihnen vorweg sagen, die Verletzungsschwere spielt eine ganz geringe Rolle, sind die sogenannten psychologischen Variablen wieder. Wir haben die Menschen, es war damals noch in Kiel, mit den Unfallchirurgen jahrelang zusammengearbeitet, und haben 2 Tage nach dem Unfall gefragt, war der Unfall vermeidbar? Bist du selber schuld? Fragst du permanent, warum gerade ich? Und, also zur Ursache, und dann, was kannst du selber zur Genesung tun? Kannst du das beeinflussen? Weil kannst du die Genesung selber beeinflussen? Kannst du den Prozess vorhersagen? Und wie attraktiv ist die Arbeit, die du machst? Und haben dann überprüft, A, wie lange bleiben die Leute im Krankenhaus und B, wann kommen sie zur Arbeit wieder zurück. Und jetzt zeige ich Ihnen nur auf die Schnelle die Ergebnisse. Das sind komplizierte Analysen, das waren 5-Punkte-Skalen und wir haben dann Kovarianzanalysen gemacht. Ich muss die Methode nicht erklären. Aber die Menschen, die sagen, der Unfall war vermeidbar, bleiben viel länger im Krankenhaus, 30 Tage, dieser war nicht vermeidbar, nur 18 Tage. Ich bin auch selber schuld, ja, 31 Tage versus 20 Tage. Die Grübler bleiben viel länger im Krankenhaus, ja, warum gerade ich? Das heißt, es ist schlecht, war vermeidbar, selber schuld und warum gerade ich? Andererseits, bezogen auf die Zukunft, zeigt sich, dass die Patienten, die sagen, kann selber sehr viel tun, bleiben nur 20, 23 Tage im Krankenhaus, versus ich kann überhaupt nichts zur Genesung tun. Ich kann den Prozess überhaupt nicht vorhersagen, 29, 33 Tage und hier nur 20 Tage. Die Attraktivität der Arbeit spielt keine Rolle, wie lange die Leute im Krankenhaus bleiben. Wohl aber, wann sie wieder zur Arbeit zurückkommen. Das haben wir hier noch. Leute, die 2 Tage nach dem Unfall sagen, ich kann selber sehr viel zur Genesung tun, kommen nach 85 Tagen im Durchschnitt zurück. Die sagen, ich kann gar nichts zur Genesung tun, 144 Tage. Ähnlich, ich kann es gut vorhersagen, schauen Sie mal hier, die Leute, die die Attraktivität der Arbeit gut finden, nach 84 Tagen, die das nicht gut finden, brauchen doppelt so lange. Sie sehen also die Wichtigkeit,
der Psychologie, der Affekt. Herr Lahm war ja auch verletzt. Mal gucken, ob wir nachher zu einer Frage kommen, wie er mit seiner Verletzung klarkam. Sie waren ja ein Jahr vor der Weltmeisterschaft fast verletzt. Ja. Letzte Folie. Wir haben auch Untersuchungen gemacht mit Existenzgründern, die sich positiv oder negativ entwickelt haben. Und haben festgestellt, die sich positiv entwickelt haben, waren im Längsschnitt vorher der Meinung, ich kann selber sehr viel für den Erfolg tun. Ich bin zukunftsoptimistisch, hier in meinem Vergleich zu hier. Ich fasse meine Existenzgründung als Herausforderung auf. Ich fühle mich familiär unterstützt und ich habe eine hohe Fähigkeit zur Anpassung. Also was ich Sie überzeugen wollte, ist die Wichtigkeit der mentalen Ausgangslage. Ich bleibe optimistisch, ich fasse dieses als Herausforderung auf. Das wollte ich Ihnen als Psychologie des Neuanfangs voranstellen und bedanke mich zunächst fürs Zuhören.